Wunderschönen guten Abend. Playoff, Halbfinale, Spiel 1. Die Eisbären empfangen zu Hause die Höchstadt Alligators. An meiner Seite heute als Experte Jari Neugebauer aus dem Kader der Höchstadt Alligators. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Wir wollen dich ganz kurz vorstellen, weil die Regensburger Zuschauer vielleicht nicht ganz so viel mit deinem Namen jetzt in Verbindung bringen. Du hast ja dein spielerisches Können, sag ich mal, bei der DEG gelernt, hast ja auch DEL gespielt, hast dann ein paar Ausflüge in der Oberliga auch gemacht, unter anderem Selb und Leipzig, und bist jetzt das dritte Jahr in Höchstadt und fühlst dich da pudelwohl, oder? Ja, absolut. Also es macht echt, speziell dieses Jahr, wir hatten zwei schwere Jahre, aber speziell dieses Jahr macht es enorm Spaß und ich freue mich auch, dass ich da noch länger bleiben kann. Jetzt ist es so, du kannst heute ja aufgrund einer Verletzung nicht mitwirken. Dein Vorredner Lars Schiller in der Viertelfinalserie hat das gleiche Schicksal. Ich glaube, du leidest genauso wie Lars Schiller bei den Eisbären, oder? Ja, auf jeden Fall. Also in den Playoffs nicht spielen zu dürfen, egal was ist, aber das tut einfach weh. Aber ich bin umso mehr stolz auf die Jungs, dass sie im Moment so einen guten Job machen und alles geben halt und wir im Moment so einen Erfolg haben für den Verein auch. Du hast gesagt, du bist stolz auf die Jungs. Ich glaube, die Saison der Alligators spricht Bände. Wir sehen es jetzt gleich in den Bildern, die Euphorie auch in der Stadt. Ja, ungebrochen, also mit dem erstmaligen Einzug in die Playoff-Viertelfinalserie. Man sieht da ein Autokorso. Es tut natürlich auch extrem weh, dahingehend wegen Corona keine Zuschauer im Stadion zu haben. Aber wie erreicht euch das als Mannschaft, diese Euphoriewelle in der Stadt? Also es war unglaublich. Wir waren kurz draußen, haben es angeschaut, natürlich mit Maske und Abständen und alles drum und dran. Aber du hast einfach Gänsehaut gehabt und das macht einfach Lust auf mehr. Wir sind noch nicht fertig. Ich meine, wir sind jetzt da, wo wir stehen. Nicht unverdient, würde ich sagen. Wir haben uns verdient da, wo wir stehen und wir wollen jetzt halt so weit kommen, wie es nur geht. Bevor wir jetzt auf unsere Playoff-Serie im Halbfinale schauen, lass uns mal die Saison nochmal Revue passieren. Die Eisbären haben ja gegen euch auch 3 Spiele absolviert. Ihr wart die einzige Mannschaft, die den Eisbären in einem Spiel 7 Tore geschenkt haben. Wie soll man das sehen? Siehst du jetzt auch für die Halbfinalserie das 50-50, weil die anderen beiden Spiele waren ja doch enge Kisten hier in Regensburg? Ja, man wird sehen. Ich meine, Spiel bei uns zu Hause war vielleicht ein bisschen zu hoch. Ich meine, wir waren schon die bessere Mannschaft da, hatte ich das Gefühl, aber es war ein bisschen zu hoch, denke ich mal. Und die Spiele hier, die waren immer eng, also es war alles möglich. Ich meine, ihr habt den Heimvorteil, wir müssen ein Spiel bei euch gewinnen und so gehen wir halt rein und wir haben nichts mehr zu verlieren. Das ist halt einfach nur das, wir wollen einfach nur versuchen, so weit zu kommen, wie es nur geht und versuchen auch ein paar Spiele zu gewinnen. Ja, das wäre natürlich das Ziel für euch. Jetzt ist es so, die Playoff-Viertelfinalserie bei euch gegen den SC Rissersee, es waren ja 3 verdammt enge Spiele, alle Spiele mit einem Torunterschied gewonnen, 2-mal in der Overtime. Und ich glaube, was diese Viertelfinalserie bei euch geprägt hat, war diese Comeback-Qualität. Also ihr habt 2-mal einen 2-Tore-Rückstand gedreht, 1-mal einen 3-Tore-Rückstand. Ist das vielleicht auch das Aushängeschild für euch in die Playoffs, auf das die Eisbären aufpassen müssen? Ja, auf jeden Fall. Also man kann uns halt nie abschreiben, egal wie es steht. Und gegen Rissersee waren 3 enge Spiele, die auch andersrum hätten ausgehen können, wenn man ehrlich ist. Und wir sind halt froh, dass es für uns so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist und wir freuen uns einfach jetzt auf die Halbfinalserie gegen Regensburg. Du sprichst die Halbfinalserie an, ihr seid ja der einzige verbleibende Verein jetzt in den Playoffs, die nicht für die DL2 gemeldet hat. Ist das vielleicht auch für euch so ein kleiner Trumpf, einfach befreit aufzuspielen können? Die Eisbären haben ja da dahingehend als Südmeister, sagen wir es mal so schön, doch irgendwo auch einen Druck und auch aus dem Umfeld, die Fans wollen natürlich auch in die DL2. Ja klar, also wir haben einfach gar nichts zu verlieren. Wir spielen einfach nur, wir schauen halt, wie es läuft. Natürlich wollen wir gewinnen, wir wollen nichts verschenken oder sonst was. Wir wollen unser Bestes geben und dann schaut man halt mal. Und hier in Regensburg ist natürlich Standort, die müssen gewinnen, die sind erster Hauptrundenmeister. Ich meine, du brauchst nicht spielen, wenn du kein Ziel hast, dass du wirklich aufsteigen willst. Die Eisbären ja ganz anders, mussten ja über die 5 Spiele gehen. Memmingen, brutal schwerer Gegner, der die Eisbären wirklich vor Probleme gestellt hat. Euer Coach wird natürlich auch Spiel 4 und 5 mit angeschaut haben, vielleicht auch bei uns auf Spread TV. Man sieht es jetzt auch nochmal eingeblendet, Serienstand 3-2. Hat er sich da vielleicht das ein oder andere auch von den Memmingern, die ja am Anfang ja nicht jeder auf dem Zettel hatte, abgeschaut und vielleicht auch in euer Spiel übernommen? Ja, ich denke mal, er wird die Spiele geschaut haben. Wir haben die auch geschaut in der Kabine, aber ich denke mal, dass wir müssen einfach auf uns schauen. Wir wissen Gajo, Divic, die spielen halt überragend. Also die mussten aus dem Spiel nehmen, versuchen aus dem Spiel zu nehmen, was natürlich schwer ist. Und sonst einfach weiter so kämpfen, wie wir jetzt gekämpft haben. Und dann wird man mal schauen, was dabei rauskommt. Wenn man auf die Playoff-Statistiken schaut, die Topscorer
Platz 1 bis 4 kommt aus Höchstadt oder Regensburg. Höchstadt sogar auf Platz 1 mit Anton Sebald in 3 Spielen. Ja. Ist er auch einer der Garanten heuer für euch, dass es so unglaublich gut läuft? Ja, auf jeden Fall. Anton ist ein super Spieler. Das ist einfach unglaublich, was er manchmal am Eis macht. Ich meine, ich hatte die ganze Saison jetzt fällt es mir nicht ein, aber das mit ihm zu spielen und auch mit Costa, und es hat einfach unglaublich Spaß gemacht und man sieht es immer wieder. Ich habe ihm jetzt auch gesagt, jetzt Anton, du musst jetzt nochmal eine Schippe drauflegen. Ich kann jetzt leider nicht mehr mitspielen erstmal, deswegen musst du jetzt die Jungs führen und in der Reihe auch führen und einfach weiter so spielen. Du hast ja gesagt, du kannst nicht mitspielen. Vitali Arp zum Beispiel auch schon Saisonende. Jetzt habt ihr heute 18 Spieler auf dem Spielberichtsbogen. Regensburg mit voller Kapelle, 3 Torhüter, 20 Feldspieler. Wird das vielleicht auch ein Kräfteding? Sag mal, ihr hattet natürlich jetzt 1,5 Wochen mit Zeit, euch auszuruhen, sagen wir es mal so. Regensburg vor 2 Tagen das letzte intensive Spiel. Ja. Wo siehst du da kräftetechnisch den Vorteil? Ja, ich denke, aber in den Playoffs macht das nicht so großen Unterschied. Also du willst einfach spielen, du weißt, es ist ein 2-Tages-Rhythmus. Du freust dich auf jedes Spiel und auch wenn du ein paar Wehwehchen hast, du streckst dich einfach weg und versuchst dann alles zu geben. Jetzt ist es so, auch die Zuschauer zu Hause können bei uns ja auf der Übertragung dabei sein. Auf Facebook im Spieltagsbeitrag einfach mitkommentieren. Hier knallt es in der Halle ganz kurz, aber nichts passiert. Einfach auf Facebook, wie erwähnt, mitkommentieren. Dann fliegen die besten Beiträge rein. Dich hören wir ja während der Übertragung auch immer wieder in Ausschnitten. Du bist auch der Experte während der Übertragung. Und natürlich dann zur Drittelanalyse sehen wir dich wieder. Sagen schon mal Danke an dieser Stelle. Danke, dass ich hier sein darf. Und wir dürfen natürlich jetzt auch an die Kommentatoren des heutigen Abends übergeben. Ostersamstag, Halbfinale Oberliga Süd, die Eisbären heute gegen Höchstadt. Herzlich willkommen zu Hause auch von mir. Hier kommt die offizielle Mannschaftsaufstellung der Eisbären Regensburg. Im Tor die 1, Peter Holmgren mit 31, Patrick Berger, die 35, Jonas Leserer, die Verteidiger mit der 25, Thomas Gulda, die 26, Felix Schwarz, mit der 43, Xaver Tippmann, die 44, Philipp Vogel, mit der 55, Jakob Weber, die 72, André Bühler, mit der 77, Peter Heider, die 78, Corbinian Schütz, im Sturm, mit der 5, Christoph Schmidt, die 8, Matthäus Stör, mit der 9, Richard Diewisch, die 10, Thomas Schwamberger, mit der 13, Andreas Geigenmüller, der Captain, mit der 15, Peter Flash, die 19, Konstantin Ontel, mit der 21, Erik Kiristuri, die 24, Lukas Heger, mit der 52, Fabian Herrmann, die 66, Nico Groschinski und mit der 69, Nikola Gajowski, unser Coach, natürlich wie immer Max Kaltenhauser. Damit drücken, viel Spaß. So, jetzt bei mir Martin Wojcik, hat ganz kurz gedauert, aber 2-0 Führung für die Eisbären. Habt ihr die Druckphase der Regensburger so erwartet? Naja, eigentlich schon. Es ist das Halbfinalspiel. Wir spüren zu Hause, das ist ja klar, dass die kommen. Weil da haben wir 2 Tore kassiert, die nicht sein müssen. Aber ist egal, das Spiel dauert noch 40 Minuten und wir haben noch was vor. Ihr habt noch was vor, ihr habt es ja in der Viertelfinalserie schon gezeigt, immer wieder zurückzukommen. Ist das jetzt der Fakt, auf den ihr aufbauen müsst? Auf jeden Fall. Also, wir sind sehr froh, dass wir Playoff spielen dürfen. Und wir haben uns gesagt, wir würden es ein bisschen genießen, Spaß haben und nicht aufhören einfach. Wir haben es vor der Partie kurz diskutiert, ob die Beine vielleicht bei euch ein bisschen müder sind, weil ihr doch Pause hattet, nicht im Flow sind. Spürt man da was oder ist die Pause für euch unrelevant? Nein, wir spüren gar nichts. Wir sind fit, wir sind bereit, es ist Playoff. Wir brauchen uns diesmal schon, wir geben alles und hoffen, dass wir heute das erste Sieg fahren können. Dann sagen wir danke für das Interview und weiterhin viel Erfolg in dieser Partie. Dankeschön. Wir geben ab in eine kurze Werbeunterbrechung und sind dann zur Analyse mit Jari Neugebauer wieder zurück. So, wir sind wieder zurück zur Analyse aus den ersten 20 Minuten. Ja, spannende Partie, oder? Wie siehst du es? Ja, auf jeden Fall. Also wir wussten halt, dass Regensburg hart kommen wird, die ersten 10 Minuten vor allem. Und dass er 2-0 steht, ist nicht schön für uns, aber immer noch alles drin. Wir wollen direkt mal auf die Szenen aus dem ersten Drittel schauen. Beginnen mit der ersten Situation. Es war die Chance für die Eisbären in der zweiten Minute. Ja, da hatte ich jetzt von oben persönlich einen hohen Stock gesehen, aber vielleicht auch die Höchstädter Brille. Man sieht es jetzt nochmal. Das
Können wir das aus der Hintertorperspektive? Ja, müssen wir. Wird schon eher hohen Stock sagen, aber trotzdem. Wir müssen halt die Männer vom Tor wegnehmen. Ja, ist nichts passiert in der Situation, deswegen kann man da jetzt auch gerne drüber diskutieren. Schauen wir direkt auf den ersten Treffer der heutigen Partie, das 1:0 von Erik Kerestovic. Ja, genau. Man hat es vorher nicht gesehen, wir hatten die Scheibe zweimal am Schläger. Wir müssen halt einfach rausschießen und dann passiert das alles nicht. Und es war eher so ein bisschen. Vielleicht hat keiner damit gerechnet, dass er da schießt. Und der Torwart hat nichts gesehen. Und ja, wir müssen halt aber für die Scheibe vorher rausschießen, dann passiert das alles gar nicht. Ja, man hat, wie du schon sagst, gesehen, die Sicht war für Dirksen weggenommen. Damit 1:0 Treffer. Ja, Strafe war schon abgelaufen. Es war kein Powerplay-Treffer für die Regensburger. Somit das 1:0. Schauen wir gleich weiter. Gute Chance für euch, für Höchstadt. 3-1-Konter. 2-1-Konter in der Situation. Ja, super gemacht vom Anton. Quergelegt und Maxim, ja, leider hat er das leere oder halbleere Tor nicht getroffen. Aber einfach weitermachen und die Chancen kommen. Ja, wäre vielleicht gut gewesen für euch, jetzt in die Partie reinzukommen. Aber ja. Dein Kollege hat ja gesagt, 40 Minuten sind noch Zeit. Schauen wir auf den zweiten Treffer der heutigen Partie. Das 2:0 durch Konstantin Ontl. Man sieht es bei Benny Dirksen, er lässt prallen. Ja, aber wieder, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei dem hohen Stock, da ist kein Mann ist bei dem Regensburger vorm Tor, der steht ganz alleine. Okay, unser Torwart hält die Scheibe nicht fest, aber dann müssen wir halt die Leute wegnehmen und ihm ein bisschen helfen. Und da wurde er eigentlich im Stich gelassen und er kann ganz alleine zum 2:0 einschieben. Ja, somit dann die Eisbären ein bisschen in Fahrt gekommen. Die nächste Chance auch wieder bei den Regensburgern aus der 12. Spielminute. Peter Heider legt drüber, aber dann gut geklärt, oder? Ja, super. Bei uns neutrale Zone, ein bisschen offen gewesen hinten und dann Wojcik super reagiert und Scheibe abgefangen und zum Glück rausgeschossen. Ja, wir sehen es in der nächsten Szene. Dann gab es doch mal eine Situation, wo Benny Dirksen sich auszeichnen konnte. Oh ja, also super safe. Guter, das habe ich von oben gar nicht so gesehen, wie ich es jetzt im Fernsehen gesehen habe, aber super safe von Benny. Ja, guter Kick-Safe von ihm. Ja. Also man hat ja auch in der laufenden Saison schon gesehen, immer wieder der starke Rückhalt auch bei euch zwischen genau, den Pfosten. Genau, auf jeden Fall. Ich meine, der hat die meisten Spiele in der Liga gemacht und der hält uns öfters mal im Spiel und wir müssen ihm halt versuchen, ihm das auch ein bisschen zurückzugeben, auch bei dem 2:0, wie ich schon gesagt habe. Dass wir die Männer wegnehmen und die Nachschüsse halt wegnehmen. Ja, dann hat ihn mal kurz durchgeschüttelt. Wir schauen auf die Situation, wo er den Puck an die Maske bekommt. Er muss da schon fordern, dass abgepfiffen wird. Man sieht es jetzt gleich an seiner Handbewegung. Schiedsrichter haben da ein bisschen gezögert. Ja, vielleicht hat der Schiedsrichter auch nicht so genau gesehen, weil es hat nicht so ein Geräusch gemacht wie das typische Maskengeräusch, aber wenn er die Hand hebt, ist richtig, dass er abpfeift. Also, wir haben aber gute Nachrichten. Man hat es ja im Spielverlauf schon gesehen, er hat weiterspielen können. Schauen wir noch auf die nächste Situation. Nochmal eine Chance von Anton Seewald. Wir haben es vorher angesprochen, auch ein bisschen der Denker und Lenker bei euch. Auf jeden Fall. Man sieht es, er kriegt die Scheibe außen, macht ein paar schnelle Schritte und zieht rein. Und dann trifft er halt leider die Scheibe mit der Rückhand nicht optimal. Aber so muss es halt weitergehen. Wir müssen halt selber Chancen kreieren und uns nicht nur hinten reinstellen. Ja, eine weitere Chance habt ihr kreiert, da konnte sich aber dann der Torhüter der Regensburger Peter Holmgren auszeichnen, auch mit einem sehr, sehr guten Save. Wir schauen nochmal direkt drauf. Ja, super, super angetäuscht vom Jenschi. Eigentlich sogar mit Screen vom Peter Holmgren, aber er hat den halt super rausgefischt. Also muss man echt sagen, gutes Save. Ja, du hast es jetzt schon mehrmals in der Analyse gesagt, ihr müsst die Leute vor dem Tor wegnehmen. Was muss vielleicht in die andere Richtung vor dem Tor bei euch ein bisschen besser werden, dass jetzt der Torerfolg klappt? Ja, einfach mehr schießen vielleicht noch. Ich meine, wir hatten ja ein paar Chancen, wie man da gesehen hat. Und vielleicht rutscht mal einer rein, auch mal irgendwas Dreckiges. Nicht immer nur schön rausspielen, einfach mal ein bisschen Druck und immer Männer zum Tor. Traffic vom gegnerischen Tor und dann wird schon was Gutes passieren. Dann sagen wir schon mal an dieser Stelle wieder danke, dass du dir jetzt den weiten Weg durch die ganze Arena wieder auf dich genommen hast. Ja. Hören dich ja im zweiten Drittel wieder in Ausschnitten. Und ihr zu Hause seid natürlich auch weiterhin gefragt auf Facebook mitkommentieren auf Eisbären TV unter dem Spieltagsbeitrag. Und dann dürfen wir jetzt wieder übergeben an die Kommentatoren des heutigen Abends, an Marco Rinner und Corbinian Held. Viel Spaß beim zweiten Drittel. So, jetzt bei mir Fabian Herrmann. Fabi, 3:2 nach 40 gespielten Minuten, 3:0 Führung erst gehabt, aber man weiß ja um die Comeback-Qualitäten der Alligators. Ja, natürlich. Wir haben im Vorfeld gewusst, dass die auch gegen Rissersee stark zurückkommen sind. Das haben wir eigentlich gewusst. Haben trotzdem nach dem 3:0 in den Verwaltungsmodus geschalten. Ja, was soll ich sagen? Jetzt müssen wir irgendwie das stoppen und wieder gescheit Eishockey spielen. Du hast gerade aus dem Verwaltungsmodus rauskommen. Jari Neugebauer hat im ersten Drittel gesagt, Höchstadt muss die Spieler vom eigenen Tor weghalten. Habt ihr das jetzt bei euch im zweiten Drittel vielleicht versäumt? Ja, der Holmi macht trotzdem einen guten Job. Das zweite Tor von denen war vielleicht ein Glückstreffer, gut die Sicht verdeckt.
Aber du hast schon recht, wir müssen vor allem die Rebounds wegnehmen, die voll kontrollieren. Und dann sehe ich das gut für die letzten 20 Minuten, dass wir da auch mit einem Sieg heute nach Hause gehen. Dann sagen wir danke fürs Interview. Kein Problem. Drücken euch die Daumen. Und wir gehen nochmal kurz in die Werbeunterbrechung und sind dann mit Jari Neugebauer wieder zurück zum Pausentalk. Sind wir wieder zurück zum Pausentalk. Jari, wir haben uns gerade im Vorfeld jetzt schon unterhalten. 3:2 nach 40 Minuten. Die Mannschaft hat dich gehört, vor dem Tor aufräumen und mehr aufs Tor schießen. Und die Eisbären kriegen 2 Tore. Ja, sie haben alles gemacht, das was ich gesagt habe. Also ich bin echt stolz auf die Jungs, weil sie sind gut zurückgekommen. Ich dachte zuerst nach dem 3-0, okay, das wird jetzt schwer, aber so eine Antwort und ja, super. Ja, lass uns das Drittel mal chronologisch analysieren. Wir sind ja mit einer 2:0-Führung aus Regensburger Sicht ins Drittel gestartet. Dann kommt der Treffer von Peter Flash. Ja, du hast es vorher schon angesprochen. Ein Pfund, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, vielleicht dürfen wir auch nicht alle auf einmal wechseln, wenn die im Scheibenbesitz sind. Aber trotzdem, es war ein super Schuss. Also. Der Captain geht voran, bringt 3:0-Führung. Sieht dann eigentlich in erster Linie eindeutig aus, aber wir haben heute vor der Partie auch schon darüber gesprochen. Die Comeback-Qualität in eurem Team hat heute auch wieder zugeschlagen. Wieder jetzt den 3-Tore-Rückstand verkürzt auf 3:2. Ja, also, weil der zweite war eher ein bisschen Sonntagsschuss, aber das Glück musste halt auch erarbeiten und wir haben uns das erarbeitet. Und jetzt sind wir wieder im Spiel und ich hoffe, die Jungs machen da weiter, wo sie jetzt aufgehört haben. Dann schauen wir nochmal auf eine Situation. Peter Holmgren hat sich da ja wieder gut auszeichnen können. Das war noch beim Spielstand von 3:0, aber freie Sicht. Ja, freie Sicht, also den sollte er eigentlich haben. Und dann kommt jetzt eine Szene, würde für euch wieder ja, bitter sein, der nächste Ausfall. Man sieht den Check, also er war bisher nicht mehr auf dem Eis, dann Gryborutski, da hoffen wir, dass er wieder zurückkommt. Ich hoffe auch, dass es nicht allzu schlimm ist, aber es sah nicht so gut aus, weil es war kein unfairer Check oder sonst was, ja, einfach bisschen blöd in die Bande und ja, war irgendwas mit der Schulter, glaube ich. Ja, hoffen wir das Beste, drücken wir die Daumen, dass er wieder zurückkommt. Dann der Anschluss, oder nicht der Anschlusstreffer, aber der erste Treffer des heutigen Abends für euch, das 3:1. Sokolov, der weiß natürlich aus Ex-Regensburger Zeiten, wie es geht, Holmgren zu überwinden, aber Peter Heider nimmt ihm auch die Sicht, ja, man sieht es jetzt schon. Hatten wir ein bisschen Glück gehabt, dass der eigene Mann dem Peter Holmgren die Sicht genommen hat und dann, ja, ist auch ein bisschen glücklich halt vielleicht. Ab und zu vielleicht geht dann mal einen anderen Tag nicht rein, aber heute ist er reingegangen, gut für uns. Und ja, man hat es in der Entstehung jetzt in der Kameraperspektive nicht gesehen. Gulda da mit dem Aufbaufehler und dann aber eiskalt zugeschlagen. Wenn man die Viertelfinalserie bei euch angeschaut hat, die Schussstatistik zu den Toren, auch bei euch eine unglaubliche Effizienz im Torabschluss. Ja, also die Jungs machen es echt super. Wenn wir die Chancen haben, machen wir sie meistens rein. Wir haben nicht viele, weil es auch ein bisschen mit der läuferischen, mit der Kadertiefe und alles zusammenhängt, dass man halt ein paar Wechsel auch mal ein bisschen runterfahren muss, aber wenn wir die Chancen haben und sie rausspielen, dann machen wir sie meistens auch. Dann schauen wir uns zusammen mit den Zuschauern zu Hause nochmal den Anschlusstreffer an zum 3:2 von Mikesh. Auch ähnlich wieder Sicht genommen für Peter Holmgren. Ja, ich weiß gar nicht, ob der sogar noch vor dem Tor irgendwo einer dran war, aber so muss es sein. Scheibe nach außen, Mittelmann geht zum Tor, nimmt die Sicht weg und ja, und dann geht halt auch so einer mal rein. Ja. Dann wären es aber fast die Eisbären nochmal gewesen, die mit einer weiteren Chance vielleicht wieder den 2-Tore-Vorsprung herstellen hätten können. Peter Flash vom Tor, man sieht ihn jetzt gleich am linken Bild dran, wird da nochmal... Ja, gut aufgeräumt von Martin Kukesch. Also so muss es auch sein. Also Benny hat den ersten Schuss, Rebounds musst du wegnehmen und die Männer auch vom Tor wegnehmen und super aufgeräumt. Du bist ja bisher jetzt erst im Viertelfinale ausgeschieden, sagen wir mal, aufgrund einer Verletzung. Was wird der Trainer, der Alligators, jetzt zur Mannschaft sagen? Einfach befreit weiterspielen oder? Ja, nicht viel. Er wird sagen, Regensburg hat den Druck. Sie spielen zu Hause, die müssen das Spiel gewinnen. Wir müssen einfach so weiterspielen. Vielleicht nochmal einen Lucky Punch setzen, dann steht es vielleicht 3-3 und dann wird es nochmal interessant. Wie ist dein Tipp jetzt für die nächsten 20 Minuten? Natürlich, ja, die grün-weiße Vereinsbrille kann man dir ja gar nicht wegdenken. Aber was glaubst du, wie läuft es jetzt in den letzten 20 Minuten für beide Mannschaften? Ich hoffe natürlich, dass wir den Ausgleich machen und das Spiel vielleicht in Verlängerung oder sogar noch gewinnen. Aber ich denke mal, dass Regensburg jetzt wieder die ersten paar Minuten hart kommen wird. Das müssen wir überstehen und dann ist alles möglich. Dann würden wir sagen, seid ihr zu Hause nochmal gefragt? Wie seht ihr das? Wie kann die Partie sich drehen und wenden? Auf Facebook mitkommentieren auf Eisbären TV. Und dann dürfen wir wieder hochgeben zu unseren Kommentatoren. Ich sehe sie ja auch schon auf ihrem Platz. Sie haben sich eingefunden. Marco Rinner und Corbinian Held begleiten euch wieder durch die letzten 20 Minuten. Und wir beide sehen uns dann zur Spielanalyse nochmal nach dem Spiel hier aus dem Studio. Alles klar. So, bei mir jetzt Peter Holmgren. Peter, 5:4 Endstand. Erst 3:0 vorne, dann 3:2 rangekommen die Gäste. Und am Ende dann noch eine Sekunde vor dem ja,
Schlusssirene, sage ich mal, das Tor bekommen. Wird auch hier wahrscheinlich vermutlich wieder eine enge Serie, oder? Ja, natürlich. Euch ist gut. Das sind der Viertplatz nicht umsonst. Ist uns bewusst, dass das ein guter Gegner ist und das könnte eine lange Serie werden. Sieg ist Sieg und darum geht es für uns. Und wir sind zufrieden mit einem Sieg natürlich. Übermorgen geht es weiter. Wir haben in der Übertragung auch mal thematisiert, du bei den beiden Gegentoren zum 3-1, 3-2 warst du eigentlich machtlos. Zweimal Peter Haider vor deiner Sicht. Wie ist es für dich, wenn du den Einschlag hinter dir nur noch mitkriegst und eigentlich nicht mehr reagieren kannst, weil dir die Sicht genommen wird? Kann ich uns keinen Vorwurf machen, die schmeißen sich alle in die Schüsse, alles zum Blocken. Pech bei der Arbeit würde ich eher abstufen und weiter geht's. Was ist das Fazit aus dem heutigen Spiel, was ihr dann in zwei Tagen in Höchstadt besser machen müsst? Vielleicht, dass dann der Tore-Vorsprung von 3-0 auch mal gehalten wird, wenn es denn so kommt? Ja, natürlich so, aber Wechsel für Wechsel, Minute für Minute, nichts weiter. Einfach so weiter geht's. Wir haben heute gute Ansätze gezeigt und natürlich müssen wir in zwei Tagen wieder weitermachen. Dann sagen wir danke fürs Interview. Danke auch. Ciao. Und wir geben in eine kurze Werbeunterbrechung und sind dann zur Analyse mit Jari Neugebauer wieder zurück. So, erstes Halbfinalspiel zwischen den Eisbären und den Alligators beendet. Jari 5-4. Ja, enge Kiste, seid ihr ja aus den Playoffs schon gewohnt. Ja, also wir haben ein super Eishockeyspiel gesehen. Am Anfang hat man vielleicht gemerkt, dass wir eine Woche kein Spiel hatten. Das war ein bisschen was gebraucht, um reinzukommen. Aber zum Schluss haben es die Jungs super gemacht. Und wir haben immer so ein bisschen zum ungünstigen Zeitpunkt dann das Tor bekommen, wo wir am Drücker waren. Jetzt im letzten Drittel speziell. Aber war ein super Eishockeyspiel. Also alle, die zugeschaut haben, ich glaube, für die war das ein super Spiel. Dann lass uns doch nochmal auf die Tore der heutigen Begegnung blicken. Wir fangen wieder an mit dem 1-0. Der Regensburger Erik Keresturi markiert da das 1-0 für Regensburg. Also wir haben es vorher schon angesprochen. Ja, wie gesagt, ein bisschen am Anfang eine Scheibe einfach rausschießen, dann kommt die ganze Situation nicht zustande und so nimmt er einen Schuss, wo man vielleicht nicht so mit gerechnet hat, dass er einen Schuss nimmt. Unser Benny hat nichts gesehen und ja, 1-0. Dann das 2-0, Konstantin Ontl. Auch wieder die zweite Reihe bei den Regensburgern, war in der 12. Spielminute. Ja, die zweite Reihe von Regensburger war brutal stark heute. Wir haben so versucht, ein bisschen Gajo und Divisch rauszunehmen, was uns auch eigentlich relativ gut gelungen ist, fand ich. Aber ein Top-Team hat halt mehrere Reihen, die Tore schießen können, das haben wir heute gesehen. Ja, du hast es angesprochen, die zweite Reihe gut drauf. Auch das dritte Tor wieder von der zweiten Reihe der Regensburger. Dann war es Peter Flash, also alle drei Stürmer auch der zweiten Reihe getroffen in der 24. Minute. Ja, wie gesagt, super, super Auge vom Verteidiger, langer Pass. Für uns vielleicht nicht ein optimaler Wechsel. Und er schweißt das Ding halt einfach oben rechts ein. Wir haben es gerade beim Interview mit Peter Holmgren auch angesprochen. Er sagt, man kann keinen Vorwurf machen, sie werfen sich in alles rein. Trotzdem sind dann die zwei Tore zustande gekommen. Das erste von Höchstadt, das 3-1 von Sokolov. Du hast gesagt, ihr habt die erste Reihe rausgenommen. Ihr habt heute der ersten Reihe der Regensburger sogar zwei Tore eingeschenkt. Ja, so wünscht man sich das ja eigentlich ein bisschen, ne? Als Höchstädter Spieler oder als Trainer. Dass man halt die erste Reihe komplett raus hat und sogar noch Tore gegen sie schießt, weil sie wollen nicht defensiv spielen. Das will keiner. Keiner der Top-Spieler will defensiv spielen und das ist uns heute gut gelungen, die rauszunehmen. Auch der zweite Treffer für euch heute Abend dann zum 3-2 von Mikesh. Auch da wieder Haider vor dem Tor. Ja, wie gesagt, der Jens macht einen super Job da und geht zum Tor, spielt den Pass nach außen, geht zum Tor, nimmt den Torhüter die Sicht. Da waren zwei Leute vor dem Tor und das Ding knallt halt oben unter die Latte, was vielleicht auch nicht täglich passiert. Dann der Anschlusstreffer für euch. War es dann für die Regensburger vielleicht wichtig, dass Konstantin Ontl das 4-2 bei 4-4 markiert hat? Auch für die Köpfe? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten gerade eine Druckphase in der Zeit. Waren vielleicht ein bisschen zu offensiv bei 4-4. Der Cookie ist ein bisschen zu hungrig gewesen für das Tor und im Gegenzug kriegst du dann halt das 4-2. Da war super gespielt von den beiden. Ja, wir haben eure Comeback-Qualitäten heute schon mehrmals angesprochen. Auch da, wer dann meint, zwei Tore Vorsprung, ihr seid raus. Ganz im Gegenteil, 4-3 dann von Seewald. Ja, ich kann nur mal wieder einen Hut von den Jungs ziehen, weil mit zwei Reihen mehr als die Hälfte des Spiels, dann fällt noch der Krewutzki aus und die haben es super gemacht, immer wieder zurückgekommen, immer wieder Vollgas gegeben bis zum Ende und ja. Ja, der Treffer von Seewald in Powerplay, auch der fünfte Treffer der Regensburger von Nikola Gajowski, da war es dann das erste Mal, die erste Reihe am heutigen Abend bei den Eisbären, auch im Powerplay. Ja, ich meine, irgendwann kannst du halt nicht völlig abschalten, ne, die erste Reihe. Und ich meine, auch einfach gespielt, das ist nichts Besonderes. Schuss zum Tor, Peter Flash vorm Tor, wie immer, den kriegst du da auch nicht weg, den musst du dann einfach stehen lassen, aber super Auge von ihm, dass er noch den Gajo im leeren Tor sieht und ja, 5-3. Ja, euer Coach hat dann nochmal alles probiert, hat Auszeit genommen, Torhüter rausgenommen.
Ja, ihr wart dann ein bisschen am Drücker, habt euch dann vielleicht zu spät, muss man natürlich sagen, belohnt. 1,2 Sekunden waren da noch auf der Uhr, als das 5:4 dann gefallen ist. Ja, das Tor nimmt man auch mit, das ist ein gutes, super Schuss. Gutes Ding halt für das nächste Spiel, dass wir uns auch das letzte Drittel allein am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, aber ich denke, gut ins Spiel gekommen und super Eishockeyspiel gewesen. Ja, ich glaube, da können wir uns nur anschließen. Die Fans zu Hause haben wieder einige Tore gesehen, wieder ein enges Spiel. Das kennt man ja aus beiden Serien, sowohl bei den Regensburgern auch als bei euch aus Höchstadt. Wir sagen schon mal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, immer wieder den weiten Weg durch die Donauarena auf dich genommen hast. Wir haben ja hier in der Arena, man muss es vielleicht kurz für die Zuschauer sagen, gesperrte Bereiche. Da wird hier ein Impfzentrum aufgebaut. Deswegen dürfen wir gewisse Bereiche der Arena nicht mehr nutzen. Und du hast dir es trotzdem nicht nehmen lassen, immer wieder durch die Arena zu schreiten und immer wieder zu uns zu kommen. Ja, ich danke euch noch schon mal für die Option, hier mal dabei zu sein. Mal sehen, wie es so hinter den Kulissen ist. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Dann sagen wir danke, wünschen euch eine gute Heimreise. In 2 Tagen geht es bei euch im Aschgrund weiter. Und wir sehen uns dann hier am Mittwoch wieder zum Spiel 3 zwischen den Eisbären Regensburg und den Höchstadt Alligators. Bis dahin, schöne Zeit, bis Mittwoch.